gehört, glaube ich, wirklich zu den beliebtesten Brunnen in der Stadt. Und ich konnte in der Zeit, wo ich die ersten Untersuchungen am Brunnen angestellt habe und herauszufinden, was nötig ist, wie man vorgehen kann bei der Restauration, konnte ich kaum ungestört meine Arbeit verrichten, ohne dass dann nicht irgendjemand stehen blieb und gesagt hat, was machen Sie denn da? Sind Sie überhaupt berechtigt? Und sogar das Grünflächenamt war wohl zugegen, ich habe die gar nicht mitbekommen. Und die müssen dann fast einen Alarm ausgelöst haben, weil ich nun in diesem Brunnenbecken rumgestiegen bin und an dem Brunnen hantiert hatte. Also man merkt das, oder ich konnte wirklich leibhaftig spüren, wie groß die Aufmerksamkeit ist, die dieser Brunnen trotz fehlenden Wassers und fehlenden Betriebes immer noch hat und welche Beliebtheit dieser Brunnen bei den Chemnitzern tatsächlich hat. Ja, mein Name ist Erik Neukirchner. Ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren, 1972, und seit 1994 selbstständig als Bildhauer tätig. Ich bin zunächst in Chemnitz gewesen, im Atelier meines Großvaters, der ebenso Bildhauer war, Johann Belz. Ihn selber habe ich als Kind leider nicht erleben können. Er hat sich 1976 das Leben genommen. Und ja, zurzeit lebe ich am Rande von Chemnitz, in Hennersdorf, und habe hier eine alte Schule vor 10 Jahren erworben, in der ich jetzt wohne und arbeite. Und wir befinden uns jetzt im Atelier, dem umgebauten Klassenzimmer sozusagen, im vormaligen Klassenzimmer. Und hier entstehen eben jetzt neue Arbeiten, und aber eben auch hin und wieder kommen dann sogenannte Patienten zu mir, die dann wieder restauriert werden sollen und die wieder aufgestellt werden. Das letzte große Projekt war tatsächlich der Klapperbrunnen meines Großvaters. Und ja, der Klapperbrunnen stand bis vor 2 Jahren am Schillerplatz, an der Straße der Nation, da wo jetzt die neue Bibliothek der TU Chemnitz eingerichtet worden ist, am ehemaligen Busbahnhof, oder er ist ja jetzt noch Busbahnhof. Und ja, 1968 hatte mein Großvater den Auftrag für diesen Brunnen bekommen. Wahrscheinlich etwas eher. 1968 ist der Brunnen auf jeden Fall eingeweiht worden. Und berufen oder die Inspiration soll wohl bei einem Urlaub in der Spree ihm gekommen sein, wo er quasi eine Pflanze beobachtet hat, den sogenannten Frauenmantel. Und beim Frauenmantel, das ist eine Blattpflanze, wo sich Wasser in den Blättern durchaus sammeln kann. Und wenn die Wassermenge zu groß ist, dann kippt das Blatt diesen Tropfen Wasser einfach ab. Und das muss er wohl beobachtet haben und daraus diese Idee des Klapperbrunnens entwickelt haben, wo es statische Schalen gibt, die sich mit Wasser füllen, und aber eben auch 3 Schalen, die beweglich gelagert sind, sodass sie, wenn sie die ausreichende Wasserfüllung erhalten haben, nach vorne abkippen und sich entleeren. Und so kam es dann dazu, dass die Chemnitzer wohl dem Brunnen den Namen Klapperbrunnen gegeben haben, weil eben die Schalen abklappen. Das Klappern ist dann ein bisschen in den Bereich der Mystik zu versetzen, weil so richtig klappern tut der Brunnen eigentlich nicht. Es ist eher dieses Klappen der Schalen gemeint, aber es spricht sich einfach schöner, Klapperbrunnen.